Fuck you, geh drauf. Ich brauch mehr Zeit. Dankeschön. Wo ist doch einer? Okay, jetzt wird erst nochmal gelootet, ja? Wir haben gerade einen ziemlich schweren Kampf relativ gut überstanden, muss ich sagen. Ging echt gut von der Hand. Mr. DeWitt, das Plasmid. Oder ja. Haben Sie vergessen, warum wir hier sind? Ist ja gut. Ich bin halt noch nicht fertig gewesen. Ich wusste gar nicht, dass man hier unten auch hin kann. Man lernt doch immer wieder was Neues. Das nehme ich mir noch. Soll ich diese Vitrine öffnen? Ja. Kannst du das öffnen? Eine Sekunde. Geschafft. Oh, der Karabiner sieht aber schick aus, oder? Mit den Goldverzierungen da dran. Das ist ein richtiger Rapture-Karabiner. Verdammt, dieser Dreckskerl hat jede einzelne Flasche aus dem Frost getrunken. Ich habe eine Idee. Oh, was war das? Ein neues Plasmid. Damit schaffe ich Dinge, die existieren könnten, es aber nicht tun. Das verstehe ich nicht ganz. Wie heißt es? Riss. Wo haben Sie das her? Eine Frau gibt ungern ihre Geheimnisse preis, Mr. DeWitt. Oh ja, das ist ja, wie hieß das denn nochmal in Bioshock 1 und 2? Dieses Einfrieren. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Frost. Irgendwas mit Frost, glaube ich auch, oder? Ich weiß nicht. Ich bleib bei Blitzen. Ich will Ihnen keine Versicherung verkaufen. Ich bin kein Versicherungsvertreter. Also gar nicht. Was ich verkaufe, ist Seelenfrieden. Eine Legende! Ich hab noch nichts gefunden. Okay. Sie sind zwar meine Klientin, aber es wird Zeit, dass ich ein paar Antworten kriege. Meine Absichten hier gehen Sie nichts an. Sehen Sie mich als Mittel zum Zweck. Wieso habe ich das Gefühl, dass das alles eine Pfanne ist? Wie gesagt, ich treibe Schulden ein. Es gibt eine offene Rechnung und meine Auftraggeber wollen die Sache geregelt wissen. Das ergibt bloß keinen Sinn. Wenn Ihnen unser Arrangement nicht passt, die Tauchkugel ist da hinten. Oh, der Karabiner sieht zwar schön aus, aber der ist scheiße. Das ist ein Repetierkarabiner. Der schießt drei Kugeln hintereinander mit einem Mal klicken. Das mag ich nicht. Ich mag lieber nur Einzelschuss. Na gut, dann Revolver und MG. Ist nicht meine Schuld. Im Sommer ist das Geschäft immer mal. Ach, der da. Aber klar. Jetzt haben wir Munition geholt, ja? Der Samurai. Los! Ich muss sagen, das finde ich interessant. Samurai finde ich cool. Jawohl, komm, gib's ihnen. Komm, du hast einen Katana, das sind nur Splicer, die machst du doch mit links weg. Zeig's ihnen. Komm schon. Ich glaube an dich. Nein! Hier, das wird helfen. Das war doof. Na dann. Bitte sehr. Och Mann. Ich dachte, der
Samurai, der wird jetzt richtig hart loslegen. Elizabeth! Schon dabei. Komm, ich ruf dir nochmal. Jawohl. Ja. Du musst sowieso einen Stockwerk runter. Ich glaube, da kommt der Samurai nicht mit. Und es geht runter. Juhu, jetzt können wir eigentlich Risse verwenden. Was haben wir denn hier für einen Riss? Das ist gut. Dankeschön. Ich glaube erstmal, hier hatten wir doch auch noch ein gebrochenes Rohr. Öffne ihn. In Ordnung. Bitte sehr. Dankeschön. Bin am Suchen. Na dann? Aber klar. Nein, 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 Moment. Erstmal Karabiner. In Ordnung. Hol ich mir eben so meine Munition, ja? Wenn du nichts Rechtzeitiges findest, dann mache ich das eben auf meine Weise. Jawohl, Samurai. Wie komme ich da hoch? Da. Na dann. Nutz fertig. Okay. Das sind sogar hier von Columbia, oder? Weil die, naja. Ihr wisst schon. Okay. Eine Munition. Schrotgewehr habe ich noch gar keinen. Aber Beschleunigermod erhöht den Schaden um 25%. Das wird doch mal interessant. Kommst du mal mit hier? Mach! Hier! Jawohl. Ah! Jetzt haben wir die Shotgun. Gehen wir erstmal auf Shotgun und Karabiner. Gut. Perfekt. Na gut. Oh, Samurai! Aber du gehörst mir. Und du auch. Überraschung! Überraschung! Ah. Was sagt ihr zu meiner Shotgun? Alles klar. Da ist noch ein bisschen Eve. Willkommen im Zirkus. Komm wieder, wenn du Geld hast, Kunde. Halt dein Maul. Ich hab Geld. Ich will's nur nicht bei dir ausgeben. Daran habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Zauberkugel. Kritische Treffer verursachen extra Schaden und verbrauchen eventuell keine Kugeln.
Ja. Klingt nicht schlecht, würde ich jetzt so auf Anhieb sagen. Wenn Sally nicht ihre Tochter ist, was bedeutet sie ihnen dann? Warum riskieren sie für sie ihr Leben? Gehört das zum Job? Sie schulden mir keine Erklärung. Sie ist nur eine Weise. Nach Fontaines Niederlage war die Stadt voll davon. Und? Keine Ahnung. Haben Sie immer einen Grund für jede Dummheit, die Sie begehen? Sie tauchte ausgehungert auf und ich war blöd genug, sie durchzufüttern. Ich hätte wissen müssen, dass ich sie nie wieder los wäre. Wie haben Sie sie verloren? Das geht sie nichts an. Ja, das ist klar. Oh, Todesfallbonus. Nahkampfkills spenden eine kleine Menge Gesundheit. Nahkampfexekutionen spenden eine große Menge Gesundheit. Vergleich? Nee, Nachladegeschwindigkeit ist mir dann doch lieber. So sehr gehe ich halt nicht auf den Nahkampf. Okay. Da können wir jetzt weiter. Dann geht's jetzt zu den Haushaltswaren, hä? Na schön. Gehen wir. Irgendwas stimmt nicht mit Ihnen. Ja? Sie passen nicht nach Rapture. Überhaupt nicht. Wenn Sie damit meinen, dass ich niemals Andrew Rhines Buchclub beitreten würde, liegen Sie richtig. Andere Bücher, aber die gleichen Fanatiker. Ich spiele. Was? Sie haben mich gefragt, wie ich Sally verloren habe. Ich spiele. Oh. Brachte sie an einen Ort, an dem mein Kind nichts zu suchen hat. Ich war am Gewinn. Und an einem solchen Ort sollte man ein Kind nicht aus den Augen lassen. Aber sie taten es. Ja, und jetzt ist es nun mal so. Aber die Preisfrage lautet, was haben Sie mit ihr zu tun? Ich habe ein Interesse daran, sie beide wieder zusammenzubringen. Ist das nicht Grund genug? Ich dachte gerade schon so im Sinne von, bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Aber nein, er hat sie einfach nur aus den Augen verloren. Hoffentlich hat Cohen die Wahrheit gesagt und wir finden Sally hier. Nicht auszudenken, was sie einem Kind an einem solchen Ort antun könnten. Cohen ist völlig verrückt vom Spleißen. Er denkt wohl, es sei Kunst, ein Kind in ein Gefängnis zu sperren. Je eher wir sie finden, desto besser. Das sehe ich ganz genauso. Sally! Papa hat große Pläne mit dir. War sie das? Ja, ich denke schon. Sally, komm da raus! Ich sehe sie nicht. Was wird das? Das ist ein Plan des Lüftungssystems. Schächte wie diesen gibt es auch bei den Elektroartikeln, im Bistro, beim Umtausch, bei den Büchern und bei den Haushaltsgeräten. Und? Wenn sie dort drin ist, gibt es für sie lediglich 6 Fluchtwege. Und jetzt nur noch 5. Alle Luftschächte sind mit der Zentralheizung verbunden. Wenn wir sie dicht machen und die Heizung hochdrehen, muss sie das zentrale Abluftrohr nehmen. Nur dort geht's raus. Wollen Sie sie lebendig rösten? Nein, wir heizen nur ein und treiben sie raus. Auf gar keinen Fall. Entweder wir finden sie oder einer der Spleißer kriegt sie. Na schön. Wo sind die anderen Schächte? Da vorne. Ja, das Ungute ist, man hat schon ziemlich genau an der Stimme gehört, dass sie wohl nicht mehr ganz sie selbst ist. Konnte man halt ganz genau in der Stimme hören. Das war keine normale Mädchenstimme mehr. Die Stimme hat mich an eine ganz andere Art von Mädchen erinnert. Das soll doch. Hä? Siehst du was? Mr. DeWitt, da drüben ist ein Lockpick. Oh. Dankeschön. Hier ist ein Schloss. Das ist alles? Keine große Herausforderung. Klang nach einem Ammo-Bandito. So. Ach du Schande.
Alte Mickey ist gefunden. Wir müssen die Luftschächte schließen. Aber ein Sekündchen bitte. Okay, schließ hier mal hier den nächsten. Das war der zweite. Wohin jetzt? Muhahaha. Was passiert, wenn man ins Haifischbecken springt? Taucht das nicht wieder auf? Schade, ich hatte tatsächlich gehofft, dass das Eis nur temporär ist. Dass er gleich da drinnen in einer schönen elektrisierten Wasserlache steht. So. Bocking Bronco mag ich nicht. 3958. Der Ofen der Zukunft. Dass ich nicht lache. Der Junge hat gestern Abend diese verdammte Mikrowelle in die Finger gekriegt und sie mit allem ausprobiert. Mit Äpfeln, Marshmallows, Löffeln. Ein toller Zeitvertreib. Bis er aus Versehen den Pekinesen meiner Frau gegrillt hat. Und aus irgendeinem Grund macht die jetzt mir die Hölle heiß. Naja, ich werde das verdammte Ding wegsperren. Oh, ich darf die Kombination nicht vergessen. 3958. Alles klar, 3958. Munition, okay. Munition ist aber ziemlich billig hier. Sie müssen mir unbedingt Fotos von sich im Arztkittel mitbringen. Eine Tasse Kaffee vielleicht? Oh, wollen Sie die Tagesgerichte? Ich habe mir heute nur diese Flausen in den Kopf gesetzt. Entschuldigung. Aua! Ein Doktor? Das ist doch eine Lady. Na schön. Erstmal schön bedienen. Wie war der Code nochmal? 3958? War das richtig oder? Bin ich jetzt wieder falsch? Was soll ich denn jetzt machen? Öffne ihn. Bitte sehr. Es gibt Gespräche zu haben.